Weltweit haben Staatschefs und andere Persönlichkeiten weiterhin die verstorbene Königin Elisabeth gewürdigt. Italiens Präsident Sergio Mattarella besuchte die britische Botschaft in Rom und trug sich dort in das Kondolenzbuch ein. Die Italiener trauerten um die geliebte Herrscherin eines befreundeten und verbündeten Landes, schrieb Mattarella. Ebenfalls waren Frankreichs Ex-Präsident François Hollande und seine Frau Julie Gayet in der britischen Botschaft in Paris zu Besuch und trugen sich in das Kondolenzbuch ein. Am Samstag legten australische PolitikerInnen und ausländische DiplomatInnen in Australiens Hauptstadt Canberra Kränze zu Ehren der verstorbenen Königin nieder. Anwesend war auch Australiens Premierminister Anthony Albanese. Sie war eine hart arbeitende Frau. Es ist großartig zu sehen, wie sie so vielen Menschen weltweit so viel bedeutet hat. Im indischen Mumbai haben Schüler auf ihre eigene Art und Weise der Königin gedacht. Sie malten bunte Porträts von Elisabeth. Indien ist eine ehemalige britische Kolonie und hat ein engeres, wenn auch nicht unkompliziertes Verhältnis zu Großbritannien.